Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Paradroid, einem weiteren Klassiker für den C64. Wir spielen die Redux-Version, das seht ihr auch hier, die ist von 2010. Das ist eine verbesserte Fan-Version. Und zwar wirklich eine C64-Version, eine verbesserte. Und zwar nicht etwa ein Clone auf PC-Basis oder sonst irgendwas. Die haben wirklich das Original C64-Spiel von 1985 genommen und haben dort einige Verbesserungen wie bessere künstliche Intelligenz oder schnelleren und flüssigeren Spielablauf eingebaut und haben dies dann wirklich auch auf dem PC, nicht auf dem PC, sondern auf dem C64 programmiert. Also das, was ihr hier seht, ist wirklich ganz aktuell ein C64-Spiel und nicht etwa irgendein Klon. Aber Paradroid, worum geht es überhaupt in Paradroid? In Paradroid geht es darum, verschiedene Raumschiffe von Robotern zu befreien, durch Übernahme oder durch Abschießen. Das hat folgenden Hintergrund: Die Menschheit ist mal wieder im Krieg und schickt Kriegsschiffe in die äußersten Galaxien, und auf dem Weg dorthin werden diese Raumschiffe halt von Sonnenstrahlen getroffen. Ihr könnt übrigens die Story hier im Hintergrund lesen, wenn ihr möchtet. Werden diese Raumschiffe von Sonnenstrahlen getroffen und dadurch gehen die Roboter an Bord alle, wie die Engländer sagen, apeshit, die drehen durch. Und die menschliche Besatzung kann sich nur noch irgendwo anschließen. Da kommen wir ins Spiel. Ihr seht hier die Influence Device 001, die Beeinflussungseinheit 001. Wir sind auch ein Roboter. Wir sollen die Schiffe von den Robotern säubern. Unsere Einheit, die 001-Einheit, hat die besondere Fähigkeit, andere Roboter übernehmen zu können. Das geschieht dann in einem Minigame, in einem kleinen Logikspiel. Das zeige ich euch dann gleich, ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist es, die Roboter alle zu vernichten, damit sich die Menschen wieder frei bewegen können auf ihrem Raumschiff. Und ich würde sagen, wir starten mal ins Spiel rein. Das ist die Einheit 001, ist unsere aktuelle Einheit. Man sieht das Spiel von oben. Hier haben wir zum Beispiel den Roboter 329. Den können wir jetzt abschießen oder übernehmen. Wenn wir die Feuertaste gedrückt halten, gehen wir hier in einen Transfermodus, und wenn wir jetzt mit 329 andocken, gehen wir in das Minispiel ein. Wie gesagt, 001, das sind wir, und 329 ist ein Nachrichtenroboter, den versuchen wir zu übernehmen. Dies hier ist das Minispiel, und wir müssen versuchen, entweder in Gelb oder in Lila, beziehungsweise Violett, unsere Farben zu markieren. Ich entscheide mich mal für Gelb. Und das klappt. Wir müssen, ihr habt jetzt das System verstanden, so wie es funktioniert, wir müssen einfach mehr Farben einfärben, beziehungsweise in der Mitte mehr Bausteine in unsere Farbe einfärben, damit wir den gegnerischen Roboter übernehmen. Jetzt ist 001 erstmal weg, wir sind jetzt Roboter 329. Dieses Ding hier rechts, das ist eine Energiestation, wenn wir Energie verlieren, können wir hier wieder unsere Energie aufladen. Das kostet allerdings Punkte. Unsere Punkte seht ihr oben, das sind bisher mit 75 Punkten nicht gerade sehr viele Punkte. Dieses Ding hier links ist einer von den Liften. Ich glaube, da gibt es 8 verschiedene. Ich klicke da mal kurz an. Und das ist jetzt das, der Querschnitt vom Raumschiff. Dieses grün unterlegte, das ist das Deck, in dem wir gerade sind. Mit den weißen Punkten ist der Lift, in dem wir gerade sind. Und wir könnten jetzt einen hochfahren oder auf unserem Deck bleiben. Insgesamt sind es 16 verschiedene Decks, die auch in verschiedenen Abteilungen unterteilt sind. Auf dem Startdeck jetzt hier sind relativ schwache Roboter. Aber das wird sich mit der Zeit ändern, denn es gibt verschiedene Decks wie Mannschaftsunterkünfte oder auch die Kontrollbrücke des Schiffs. Da touren natürlich Roboter rum, die sind richtig, richtig stark. Wir bleiben zunächst hier auf unserem Deck und erledigen erstmal ein paar Roboter. Hier kommt Einheit 302, der ist einfach nur sauschnell. Den erwische ich so gut wie nie. Dann machen wir die 329 hier fertig. In die Explosion sollte man auch nicht hineinfliegen, denn sonst verbraucht man Energie. 296, 329er noch. Es gibt natürlich verschiedene Taktiken, wie man vorgehen kann bei diesem Spiel. Man sollte nicht gleich alle schwachen Roboter um die Ecke bringen, denn es kann sein, dass man die am Ende noch braucht. Wenn alle großen Roboter schon erledigt sind und man selber ein Bedrohlier ist. Denn man kann nicht ewig in einem Roboter bleiben. Ihr seht schon, dieses rotierende Zeichen wird langsamer, unser rotierender Roboter. Das heißt, wir verlieren Energie. Wir können immer nur eine ganz bestimmte Zeit in einem Roboter bleiben. Dann müssen wir auf einen anderen Roboter wechseln. Wechseln wir nicht rechtzeitig, so fallen wir zurück in unsere Einheit 001. Und das kann richtig Probleme geben.
wenn wir relativ am Ende des Spiels sind und nur noch starke Roboter zur Verfügung sind. Komm her, 302, dich krieg ich auch noch. Mal erstmal dich fertig. Hoppala. Wenn dann nur noch starke Roboter übrig sind, da hat man dann fast mit der Einheit 001 keine Chance, die zu übernehmen. So, wo ist 302? Ja, der Schwert wird hier rum. Der ist schnell unterwegs, der Junge. Oh, komm her. Komm, bleibst du stehen? Ja. So, jetzt entkommst du mir nicht. Jetzt sitzt du nämlich in der Falle. Komm her. So. Jetzt habt ihr gesehen, das Deck wird grau. Das heißt, dieses Deck ist gesäubert. Hier gibt es keine Roboter mehr. Ich schau mal kurz, ob ich einen Computer hier finde, an dem wir andocken können. Da kann man dann nämlich einige Informationen und Statistiken abrufen. Jetzt fängt unser Roboter an zu blinken und jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir einen anderen Roboter finden. Gehen wir mal ein Deck runter. Gehen in den Transfermodus und schnappen uns jetzt einfach mal den 247er hier, wenn wir ihn kriegen. Der ist zwar schwächer als der aktuelle Roboter, aber bevor wir auf die 001 zurückfallen, ist es ganz wichtig, sich einen neuen Roboter zu schaffen. Jetzt können wir überlegen, welche Seite wir nehmen. Gelb oder Violett. Ich würde sagen, wir bleiben auf der gelben Seite. Die sieht mir jetzt erst einmal besser aus. Und färben so viele Felder ein wie möglich. Das sollte relativ problemlos klappen, diesmal. Damit haben wir die 247 übernommen und haben damit jetzt erstmal wieder einen frischen Roboter zur Hand. Hier rechts oder auch unten, das sind Computer, an die man andocken kann. Das mache ich mal. Da können wir jetzt, seht ihr hier hell aufleuchtend die verschiedenen Schaltflächen anklicken. 247, da sehen wir dann. Mit 247 kommen wir dann zurück in das Raumschiff. Wenn wir auf diese Schaltfläche klicken, sehen wir Informationen über unseren Roboter. Ein Service-Roboter, 1,56 groß, 78 Kilogramm und fliegt per Antigravitation über das Schiff. Hier können wir uns das Deck angucken, das aktuelle Deck, auf dem wir gerade sind. Also das Layout des Decks. Hier können wir uns nochmal den Seitenschnitt angucken, so wie auch im Lift. Und das hier unten, das ist ein Statistik-Screen, den gibt es im Original auch nicht, den gibt es nur in dieser Redux-Version. Hier sehen wir, dass wir auf dem ersten Schiff sind, dem ersten von 9 Schiffen, was es gilt zu säubern. 19 Schüsse haben wir abgegeben, 15 Droiden haben wir getroffen. Und 8 haben wir zerstört, wenn ich das... Ja, genau. 15 Treffer, 8 haben wir zerstört. So ist es richtig. Und ihr seht hier auch Chip in der Mitte. Chip, Paradroid, 110 Droiden noch übrig. Das gab es auch so in der Originalversion nicht. Aber deshalb, das haben die also auch in dieser Redux-Version eingebaut. Ist ganz hilfreich. So sehen wir, dass es noch 110 Droiden gibt, die wir abknallen müssen. Ich würde sagen, wir fahren weiter. 139er. Den kriegen wir mit einem Schuss weg. Na, komm. Schade. Ich dachte, der fliegt jetzt in die Explosion mit rein. Dann hätten wir ihn gleichzeitig mit erwischt. Na, dich brauchen wir auch nicht. Du bist keine große Hilfe. Na, irgendwo muss hier noch jemand rumschwirren. Na, komm. So, hätten wir das Deck auch erledigt. Ab zum Lift. Na, nicht rumschießen hier. Und gehen noch eine Etage runter. Das sind, wie gesagt, noch die einfachen Decks. Oh, hier haben wir einen 400er. Den sollten wir uns mal schnappen. Oh, das findet der gar nicht so lustig. Komm her. Knapp. Bald hätte er uns abgeknallt. Das ist ein Wartungsroboter. Mal sehen, für welche Seite wir uns entscheiden. Ich würde sagen, wir entscheiden uns für die violette Seite. Mhm. So. Das mal einfärben hier in unsere Farbe. Das klappt. Genau. Wieder die meisten Felder in unserer Farbe eingefärbt. Das heißt, wir nehmen den 476er. Übernehmen den 476er. Ja, schon einen relativ starken Laser. Es gibt 24 verschiedene Roboter in 10 Klassen. Ja, ihr seht, die werden schon recht aggressiv hier. Je mehr Roboter wir abknallen, umso lieber haben die uns. Nicht.
Ah, mal ein bisschen Energie aufladen hier. Kostet uns zwar Score, aber was soll's. Hm, wo ist der denn jetzt hin, der 400 Dingenskirchen? Stehen wir hier im Weg rum. Ach, weil er so ein Traum hat, zwei ja. So, da ist er. Komm her, Feichling. Abhauen kann jeder. Hoppala. Hier geht's ja los. Nein! Puh, Deck haben wir gesäubert, aber wir wären fast draufgegangen. Gut, schauen wir mal den Lift hier unten, wo wir damit hinkommen. Na, komm. Gehen wir mal in dieses große Deck hier rein. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ein 700er, das dürfte schon ein Kampfroboter sein. Ja, ein Schlachtdroide. Mal sehen, ob wir den übernehmen können. Sollte eine Übernahme scheitern, gehen wir automatisch in unsere Einheiten 001 zurück. Na, reicht das? Sollte reichen, jawohl. Jetzt haben wir nochmal einen schicken Roboter. Der kann einiges. Ah, der hat so ein Blitzdings, hat der. Der ist allerdings gegen immun. Aha, aha. Wir können also die anderen Roboter blitzdingsen. Außer den... Wow! Schieß doch nicht auf mich. Ah. Ja, komm her. Kannst dich ruhig wehren, bringt dir gar nichts. Schicker Roboter, doch. Gefällt mir. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und den anderen 742er lassen wir mal leben. Dann werden wir mal ein bisschen hier auftanken. Abschießen können wir ihn eh nicht, aber wir können ihn übernehmen. Der hat nämlich mehr Energie. So, einmal richtig hinsetzen. Das war mein Bürostuhl, der hier am Knarzen ist. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, wir bleiben auf der gelben Seite. Könnte hinhauen. Ja, das reicht. Jetzt haben wir mit unseren 742er den anderen 742er übernommen. Und das Deck gesäubert somit. Würde ich vorschlagen, gehen wir ins nächste Deck. Denn was wollen wir noch hier? Mal einen hier tiefer. Mal sehen, was uns hier erwartet. Es geht so langsam in die Decks rein, die... Oh, 883er. Den schnappen wir uns gleich. Ein Sicherheitsdroide. Ne, da nehmen wir, oder? Lass mal kurz überlegen. Bum, 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 bum. Können wir dies? Dann nehmen wir die Seite, genau. Ah. Unentschieden. Jetzt gibt es ein neues Schaltbild. Und wir müssen nochmal kämpfen. Diesmal übernehmen wir die blub, 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 die gelbe Seite. Scheint mir die bessere Seite zu sein. Da haben wir als menschlicher Spieler natürlich den Vorteil, dass wir uns die Seite aussuchen können. Und das hat diesmal geklappt. Schön. 883er Roboter. Bestimmt ein sehr guter. Den lassen wir mal leben. So, wie gesagt, ein paar kleinere sollte man überleben. Hey! Hey! Du Vogel! Haut der ab. Schwert bekloppt. Ja, bleib hier. Boah. Dann übernehme ich dich halt. Wenn ich dich schon nicht erwische mit dem Laser. So, übernehmen wir... Bum, 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 bum. Das sind alles Dead Ends, Dead Ends, Dead Ends. Wir bleiben bei der gelben Seite. Na, komm. Und, ach, unentschieden. Weil ich wieder zu lahmarschig war. Sonst hätten wir den platt gemacht. Dann übernehmen wir jetzt die... Bum, 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 die Seite, ja.
Das war vielleicht nicht die beste Idee, die Seite zu übernehmen. Doch. Sind wir jetzt zwar von den Nummern her ein bisschen runtergegangen, aber, boah, da kommt schon der Nächste, der auf uns ballert. Anscheinend haben uns keine großen Freunde hier auf dem Schiff gemacht bisher. Gehen aus dem Weg. Na gut, du darfst leben. Erstmal. Hoppala. Wow. Ah, kann doch gar nicht sein, dass du mich von da aus triffst. Okay. Jetzt wird's ein bisschen knapp. Ein bisschen auftanken. Ja, viel Energie ist auch nicht mehr übrig. Dann übernehme ich dich halt. Wenn ich dich nicht ballern kann, wirst du übernommen. Welche Seite nehmen wir? Ich würde sagen, wir übernehmen die Seite. Oh, sieht gut aus. Yep. Ja, wie gesagt, entweder kann man die Roboter abschießen oder sie übernehmen. Funktioniert beides. Mal sehen, ob ich hier irgendwo ein Terminal finde. Oh. Ziele Viecher, Biester. Jo, jo, jo. Oh! Und so schnell kann das Spiel vorbei sein. Unser Roboter wird zerstört. Wir sind in die Beeinflussungseinheit 001 zurückgefallen und wurden auch direkt getroffen von einem Kampfroboter mit einem starken Laser. Und schon ist das Spiel vorbei. 5080 Punkte. Tja. Great Score. Habe ich da auch nicht oft stehen. Na gut. Ja. Auch eine Besonderheit dieser Redux-Version, die Highscore-List ist speicherbar. Gut. Wie auch immer. Ihr seht, davon gilt es, 9 Schiffe zu reinigen. Das heißt, das ist ganz schön schwer. Ich habe es noch nie geschafft, auch nur ein Schiff zu reinigen. Geschweige denn bezweifle ich, dass überhaupt irgendjemand mal geschafft hat, alle 9 Schiffe zu säubern. Ja. Das war Paradroid. Musste unbedingt mal gezeigt werden. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Schönen Tag noch. Ciao.